Shelf-Control. Das heißt, da wollen wir jedes Mal auf interessante Medienprodukte, Bücher, Filme und so weiter hinweisen. Das sind jetzt all die Service-Sections. Ihr merkt auch schon, dass sie ein bisschen schneller sind. Das ist nicht, weil wir müde sind, sondern weil wir gesagt haben, hier machen wir ein bisschen weniger, weil wir vorne ein bisschen mehr haben. Und hier stellen wir immer wieder was vor. Und diesmal haben wir ein Ding. Und das, glaube ich, für jeden total spannend. Wahrscheinlich kennen viele das schon. Und das ist Home. Und Home ist eine Doku 2009, die war damals in vielen europäischen Kinos, teilweise für umsonst, nur in Deutschland nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die gibt es auch in irgendwie ewig vielen Sprachen übersetzt. Bei YouTube kann man sie komplett angucken. Ich empfehle die englische Fassung, weil Kate Blanchett, glaube ich, die gesprochen hat. Ist sehr, sehr schön. Im Prinzip ist das so ein bisschen Eye-Candy, weil man guckt sich so bummelig 2 Stunden Aufnahmen an aus verschiedenen Regionen der Erde. Mhm. Und alles, was wir hier erzählt haben, wird dort wesentlich weniger Spitzen dabei und sehr runtergedämpft und auch hat etwas Poetisches, wird aber schön eingefangen, dass wir da im System sind. Endet übrigens auch auf einer guten Note. Ne? Also am Ende kommt es dann auf was, hat was Positives, hat einen guten Rausschmeißen. Also im Sinne von so, das ist was Schönes. Es zeigt aber sehr gut an, alles, was wir jetzt gesagt haben, weil es nämlich auch den Bogenspann zwischen Klima und Biodiversität und was wir gerade alles haben und was wir auch gerade verlieren und so weiter. Und letzter Satz, das Wichtige ist halt, wie gesagt, 2009. Und was sie da sagen, ist halt, oh, bis 2012 müssen wir über X, Y und Z geschafft haben, was wir nicht geschafft haben. Aber ist halt trotzdem spannend zu sehen. Ist wirklich eine großartige, sollte man mit jedem teilen, weil auch Leute, die jetzt für das Thema nicht besonders wach sind, ist das ein interessantes Teil. Ja. Vielleicht sollten wir es einfach wild in den Straßen an die Häuserwände screenen. Das wäre ja mal genau. Aktivismus-Idee. Also, genau. Ja, super. Vielen Dank. Und für euch gilt auch, ich würde sagen, also den Discord-Link habe ich ja schon reingemacht. Ich würde, glaube ich, einen eigenen 2045-Channel dann demnächst die Tage aufmachen. Das macht, glaube ich, Sinn. Und dort können wir, glaube ich, auch sammeln Nachrichten, Buchtipps, Filmtipps etc., die euch so einfallen, die wir dann sozusagen in die Folgesendung mit übernehmen können. Also schaut auf Discord vorbei. In den nächsten Tagen, ich werde jetzt nicht sofort dazu kommen, aber da werde ich dann den 2045-Channel, da werden wir auch die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, weiter auszutauschen. Hier war ja schon Dankbarkeit, der Selbstwirksamkeit. Das sind ja alles Dinge, die man tun kann und wo man sich eben nicht so ganz so hilflos letztlich fühlt, auch wenn Human die Hysterie gerne aufrechterhalten möchte, die aber ja auch nicht weggeht. Und deswegen kommt vorbei, wir stellen die Sachen rein, ihr könnt Sachen reinstellen, ihr könnt euch austauschen und so weiter. Genau.